Wow. Frosch fragen, ob er zufällig der Froschkönig ist. Und warum? Wenn man den Froschkönig küsst, wird er ein kolossal hübscher Prinz. Wer hat dir denn dieses Märchen erzählt? Na, mein Papa Hahn. Schau doch. Frosch. Froschlein. Hey, du Quaker. Quack, bin schon da. Plumps, schau, er ist der Froschkönig. Er trägt eine Krone. Ich will ihn küssen. Quack, quack. Jetzt ist uns der Frosch entwischt. Nun komm, Fröschlein. Zeig, wer du bist. Quack, was wollt ihr denn bloß von mir? Quack. Quack. Quack, Hilfe! Ein Überfall, Quack! Rette sich, wer Quack kann! Hab dich nicht so, wirst bloß nass! Schüttle die Tropfen doch ab! Kein Prinz! Und ich hätte gerne mal einen Prinzen angefasst, ja? Tja, vielleicht kennst du mehr Prinzen, als du glaubst. Plumps, bist du etwa ein Prinz? Prinzen dürfen doch nicht verraten, dass sie ein Prinz sind. Woran merkt man denn nun genau, dass einer ein Prinz ist? Ein wirklicher Prinz reitet auf einem weißen Pferd. Oh, auf einem weißen Pferd? Prinzen haben tadellose Manieren und tragen seidene Hosen. Ein Pferd? Oh, ein Pferd! Merkst du es endlich? Oh, wieso? Bist du ein verzaubertes weißes Pferd? Toll, Plumps. Oh. Im Zirkus. Kolossal. Das dürfte ein Prinz nie. Und warum nicht? Weil ihr doch immer seine Krone verlieren würdet, deshalb. Ein Glück, dass es keine richtige Krone ist. Du würdest unheimliche Bauchschmerzen bekommen. Gold ist nämlich unverdaulich.
Albern, alles albern. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Schon wieder eine Krone. So? Vielleicht bin ich eine Prinzessin, eine richtige. Vielleicht bist du's und ich weiß es bloß nicht. Da muss ich gleich mal meinen Papa Hahn fragen. Was heißt fragen? Daran glauben musst du. Ich wünsche euch gut.